ein paar Samen schmeißen. Ich weiß nicht, was die essen. So, Tag ist angebrochen und... Ich hoffe mal, die anderen werden jetzt nicht aggressiv, weil er aggressiv ist. Komm, wir locken dich mal weg und bringen die anderen um. Irgendwo hin, wo keine Jacks sind. Oh, oder zu den Spinnen. Hey, Spinni, Spinni. Wir haben hier leckeres Jackfleisch. Aber hier sind keine anderen Jacks. Komm, du stirbst jetzt. Zack, zack, zack. So. Gutes Fleisch. Tauschen wir gegen Holz. Noch mehr Fleisch, noch mehr Fleisch. Sehr gut. Oh, da ist noch eines. So, zwei Jacks weniger, die in unserer Nähe rumgrasen und rumschnarchen. Die hier tun nichts. Alles gut, alles gut. Unsere Rüstung hat gut was abbekommen. Ist auf 17% runter. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall genug gutes Fleisch haben, um die Statue zu bauen. So, du da rein. Eine Kohle schmeißen wir noch darauf, weil wir ein bisschen kochen wollen. Ich glaube, wir brauchten 4 oder 5 davon. So, das müsste erstmal reichen. Also, Fleischstatue. Jo, wir brauchen nur noch 3 Bretter und 4 Bart. Bart hatte ich, glaube ich, schon hier eingelegt. Ah, doofer Jack. Du stinkst. Definitiv nervig, die Jungs. Also, Bart, da rein. Rasierer. Einmal kurz rasiert. So, schon haben wir unsere 4 Bart. Holz, Holz. Ja, Holz ist jetzt doof. Ich will nicht unsere frisch gepflanzten Bäume schon wieder kaputt hauen müssen. Nee. Okay, Fleischstatue muss warten. Das heißt, du kommst mal in Biotop Nummer 2. Zusammen mit den Barthaaren. Und dem Büffelzeug. So. Und warum greifst du die Kohle an? Komischer Vogel. Farm. Speed Farm fehlt. Auch Holz und Gras. Wir haben kein Gras mehr. Ja, komisch. Na gut. Bauen wir unsere Grasfarm ein wenig aus. Ja, die wachsen ja doch schneller, als ich dachte. Düngen kann man Bäume nicht, ne? Nö. Oh, und da ist ein Sticky Busch. Sehr schön. Du kommst auch mit. Also ja, unsere Farm kommt sehr gut voran. Also wir haben zwar ein paar Sachen im alten Lager, die ich noch ganz gerne hier hätte. Namentlich die ganzen Schweinehütten. Einmal abgerissen und hier wieder aufgebaut, weil die hier neu aufzubauen wird anstrengend, wegen den Schweinehäuten, die man braucht. Naja, und sonst, wir haben noch die Amulette da, wir haben noch den Rubin da, wir haben... Sonst nicht so wirklich viel Interessantes. Die Daper West vielleicht noch. Die ist ja nicht ganz so einfach zu machen. Und Wilson hat Hunger. Aber ja, das müssen wir dann gucken. Erstmal bauen wir hier in Ruhe die Farm wieder auf. Also die neue Farm. Und dann können wir irgendwann mal einen Trip zurück machen. Und hier sind wieder Reste von den Hunden. Naja. Definitiv sehr gute Bodyguards, die Yaks. Vor allem auch mitten in der Nacht. Das hat mich echt überrascht damals. Als wir geflohen sind vor den Wölfen. Dass die Jacks mitten in der Nacht die Wölfe angegriffen haben. Sehr praktisch. So. Ein paar von euch können wir schon hauen. Die hinteren sind irgendwie schon auf der 2. oder 3. Stufe. Was sehr praktisch ist. Heißt, wir haben jetzt einen Tanzapfen gegen einen Tanzapfen getauscht. Und 3 Holz, wenn man den Stumpen mitrechnet. Zick. Ist gleich neu gepflanzt. Gar nicht erst schlechte Gewohnheiten aufkommen lassen und so. Du, chop, chop, chop. Ach, das einzige Nervige an dieser Baumfarm hier ist, dass die so nah beieinander stehen, dass man die Tanzapfen und die Baumstümpfe nicht so wirklich sehen kann. Außer man dreht die Kamera immer wieder. Und ich drehe nicht. Wow. Und ich drehe nicht gerne die Kamera. Ich dachte, hier kommt nur nachts raus. Was soll der Mist? So, Jacks, ihr greift bestimmt keine Enderman an, also schmeißen wir mal unseren Rucksack hier hin und gehen mit der Axt auf den Typen da los.
schlagen lassen, zweimal draufhauen. Einmal schlagen lassen, zweimal draufhauen, dreimal draufhauen. Jetzt kommt der zweite, das ist ein Problem. Au, ja. Damit wäre die Rüstung weg. Wir sollten schon mal ganz kurz Kohle schnappen und ein wenig rumlaufen und dann das Feuer anschmeißen. Okay, komm weiter hierher. Nehmen die Kohle wieder in die Hand. Laufen einmal um die rum, machen das Feuer an und bekämpfen sie dann weiter. 1, 2, 3, 4. So, haben wir wenigstens etwas Licht. Sehr gut. Essen, Happen. Die sind ja Gott sei Dank recht langsam. Und machen den kaputt. Ja, das finde ich echt fies. Dass die jetzt auch am Tag kommen. Das heißt, man kann nicht mal mehr in Ruhe Holz hacken gehen. Au. Und damit wird der Helm auch weg. Das ist gar nicht gut. Wir dürfen hier nicht sterben. Also brauchen wir ganz schnell den Honig. Der kann uns ja gut heilen. So. Dann heilen wir uns mal kurz mit dem Honig hoch. So, 100%. Sehr schön. Dann versuchen wir den Großen anzugreifen, weil der hat schon am meisten Schaden bekommen. So, lauf. Wieder Honig essen. So, einmal schlagen lassen. Zweimal draufhauen. Einmal schlagen lassen. Zweimal draufhauen. Jetzt ist der Kleine wieder zu nah dran. Aber der Große scheint ein Ticken schneller zu sein als der Kleine. Also ja, er hat auch längere Beine, aber... dass sie das so mit berechnen. Komm schon, stirb endlich. So, du musst vorlaufen, großer Baum. Wenigstens kriegen wir so gleich ein bisschen Holz. Wir haben ja immer sehr viel dabei. Du, hau zu. Komm. Nee. Jetzt haben wir auch keinen Honig mehr. Also die Nacht ist gleich rum. Trotzdem ist es ein wenig nervig. Ich lock sie jetzt hier hin. Schnapp mal unseren Rucksack. So. Geh dann zur Biokiste. Hol dir das gute Fleisch raus, um uns zu heilen. So. Sonst noch was? Nö. Also, heilen. Oh, das heilt fast gar nichts. Man konnte irgendwie besänftigen, aber ich glaube nur mit Tannensapfen. Oder einfach weglaufen. Laufen wir einfach mal weg. Das klingt nach einer sehr guten Taktik. Wir hacken keine neuen Bäume, wir laufen einfach nur weg. Also ja, das ist... auf die eine Art ist es ja gut, dass sie das Spiel so schwieriger machen, dadurch, dass die Bäume jetzt auch tagsüber aus dem Boden rauskommen können. Ja, aber das ist nicht unbedingt die Art von schwieriger, die ich mir so erhofft hatte. Ich hatte mir erhofft, dass es langfristig schwieriger wird. Weil die Bäume sind nicht wirklich ein Problem, die sind nur eine Störung. Da kann man einfach weglaufen oder die ganze Zeit im Kreis laufen, wie wir das gerade gemacht haben. Und die werden ja auch nicht mit der Zeit mehr. Es muss wirklich irgendein Faktor reinkommen, der mit der Zeit immer schwieriger wird. Weil sonst kann man unendlich überleben, wie wir es jetzt auch gerade tun. Ich meine, wir haben jetzt schon Tag 82. Das, und wie viele Folgen? 50? 60? Das ist nicht schweres Überleben. Jedenfalls nicht in meinen Augen. So, die Insel haben wir jetzt aber auch gleich hier erkundet. Noch mehr Yaks, jo. Und ich denke, man müsste jetzt wieder sicher sein, nach Hause zu kommen. Du kommst mit. Du kommst mit. Dann haben wir zwar gleich keine aggressiven Bäume mehr im Lager, aber immer noch die Bäume. Die werden dann genauso im Weg stehen wie die Yaks vorher. So. Gucken wir mal. Du bist immer noch aggressiv. Das ist nicht gut. Gucken wir mal, ob jetzt der Yak hilft. Oh nein! Und der Yak hat nicht geholfen. Juhu. Wir haben eine Sache gelernt.
Die letzte Statue ist wahrscheinlich die, die genommen wird. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf der zweiten Insel. An einem neuen Tag. Tag 83. Okay. Ja. Wir sammeln jetzt die ganzen Ressourcen ein und laufen wieder zurück zur zweiten Insel. Was hätten wir denn gerne? Wir hätten gerne einen Rucksack. Kann schon mal nicht schaden. Der war sogar leer. Sehr gut. Wir nehmen mit den Hammer. Wir nehmen mit das Ding. So. Kommt alles mit. Ich habe gerade Gold aus der Kiste rausgeschlagen. Was ist das denn? Okay. Oh, wir können die Kisten auseinandernehmen. Ja, komm. Ist alles Holz. Du kannst auch noch mit. Kochtöpfe lassen wir mal hier. Wir wollten ja nicht alles hier abreißen. Das soll ja immer noch eine gute Basis sein. So, ihr beiden kommt auch noch mit. Ah, du Betrugshähne. Hammer weglegen. Jetzt in Kisten gucken. Also, Daperwest kommt mit. Die kommen mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Den. Ah, hier kommt auch mal mit. Ganz viel Dünger kann auch ruhig mit. Spinnennetze, sehr gut. Noch mehr Essen. Ein paar Zähne können auch noch mit. Tentakelspots. Oh, und die Sachen hier. Und schon sind wir voll. Du kannst mal hier bleiben. Oh, die Pigskins, die waren auch noch selten. Dafür lassen wir da Flint. Flint haben wir ganz viel drüben. So. Wir werden es aber nicht an einem Tag schaffen, da hinzukommen. Das heißt, wir brauchen Essen, haben wir. Wir brauchen Holz zum Verfeuern oder Kohle. Ich sehe hier kein Kohlelager. Oh, dann sollten wir mal ganz schnell. Wir brauchen Stickies. Ach, wir können nichts mehr tragen. Wir brauchen trotzdem Stickies. Wir brauchen doch wieder das Flint. Die zwei Dünger können hier bleiben. So, jetzt brauchen wir ganz schnell eine Axt. Und müssen Holz hacken gehen. Hoffentlich kommen jetzt nicht wieder Bäume raus. Und ja, wir müssen Holz hacken gehen, damit wir unterwegs Brennmaterial haben. Denn wir haben hier keinen Miner's Cap rumliegen. Ist doch alles doof. Ich denke, wir sollten uns lieber noch einen Tag vorbereiten, bevor wir losgehen. Sonst vergesse ich wieder die Hälfte. Also Gold könnte eigentlich auch hier bleiben. Die Rüstung, nee, geht so. Aber ich würde eigentlich echt gerne weiter an dem zweiten Farm bauen und nicht hier so lange rumwuseln. Aber nee, hilft nichts. Wir müssen diese Nacht noch hier bleiben. Um das Inventar ein bisschen besser zu sortieren, besseres Werkzeug schon mal vorzubereiten und so weiter und so weiter. Weil es bringt auch nichts, wenn wir da jetzt hinlaufen und gleich wieder von den Baummenschen umgebracht werden. Wir brauchen einen guten Vorrat an Honig vor allem, um uns zu heilen. So, das Ding, da essen wir mal. Bunk, sehr voll. Sehr schön. Und irgendjemand meinte, das beste Rezept wäre wohl irgendwas Fleischiges und zwei Honig. Kochen. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, noch mehr Holzhacken. Dann können wir auch gleich noch einen Schutzhelm bauen. Also diesen Footballhelm. Wir sollten auf jeden Fall auch nochmal die Bienen abfarmen. Das heißt, das Ding kann erstmal hier bleiben. Tagesputz auch. So, so, so. Wir hatten hier irgendwo einen Speer rumliegen. Genau, und du. Mit 3%. Nee, na gut. Muss erstmal reichen. Im Notfall können wir halt einfach die Axt nehmen. Also, wir wollen jetzt. Wow! 6-mal Honig. Okay, ich bringe die Bienen doch nicht um. Das ist ja schick. Ja, das können wir jetzt ein, zwei Tage machen. Da sind wir richtig gut vorbereitet für die Reise. Stickies. So. Die ganzen Baumstümpfe könnten wir auch rausreißen, aber wir haben kein Werkzeug dafür.
Jetzt haben wir Werkzeug dafür. So. Feuer schmeißen wir gleich an. Erstmal die ganzen Stumpen hier raus. So, 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 so und so. Ja, das kann gleich ins Feuer. Zusammen mit noch ein paar davon. 1, 2, 3. Also, und die zwei Tanzaffen. Also, Überlegung. Morgen wollen wir los. Wir haben Honig, um uns zu heilen. Wir haben eine Rüstung, die wir nur voll anlegen können, die hier liegt. Wir haben was zu essen. Wir haben Holz, um Feuer in Feuerstellen reinzuschmeißen. Also, wir müssen irgendwo den Tag beenden, wo auch eine Feuerstelle ist. Aber die sind ja fast überall. Das ist schon okay. Ja. Also, wir haben Essen, wir haben Feuer. Wir haben jede Menge Ressourcen für unser neues Lager. Wir haben Hammer, um unterwegs zum Beispiel das Schweinedorf abzureißen. Dafür bräuchten wir nur Platz. Also wir können den Pumpkin hier lassen. Wir bauen ja einfach eine neue Farm auf der anderen Seite, das passt schon. Spinnenei. Wir haben nur ein Spinnenei auf unserer neuen Insel, richtig? Nö, zwei. Okay, das heißt Spinnenei kann auch hier bleiben. So, schon haben wir ein bisschen Platz. Wir haben eine Axt, wir haben keine Pickaxe, aber die brauchen wir auch nicht. Wir bräuchten eigentlich einen neuen Speer. Dafür brauchen wir noch ein Seil, dafür brauchen wir Gras. Also, wow. Ein Honigfleisch. Okay. Und ich wollte dich nicht ausbuddeln, ich wollte dich eigentlich nur absammeln. So. Oh, und wir sollten auf jeden Fall noch ein Miner's Cap basteln, bevor wir losziehen. So, alles krass mit. So, wir hätten jetzt gerne ein Seil. So, dann hätten wir jetzt gerne ein Speer. Dafür bleibt der Speer hier liegen. Du kommst wieder mit. Euch wird weiter eingesammelt. Der Footballhelm. Was braucht der Footballhelm? Auch nur noch ein Seil. Sehr gut. Du kommst mal auf den Boden. Du wirst gebaut. Du wirst gebaut. Du wirst auch gleich angezogen. Und du... Der Dünger kann hier bleiben. Wir haben ganz viel Dünger drüben. Bei den Yaks, das passt schon. Ein Pigskin kommt jetzt mit. Und wir sind soweit jetzt, glaube ich, fertig. Wir haben Gas für eine Fackel im Notfall. Wir haben Holz. Wir haben Essen, Rüstung, Waffe. Alles gut. Wir bräuchten eigentlich noch einen Slot für Steine. Denn wenn wir die Schweinedörfer abholzen, kommt ja Holz, Stein und Schweineskin raus. Im Idealfall. Aber gut, jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge machen wir uns dann auf zum Basislager Nummer 2. Also zum großen Basislager Nummer 2. Zwischendurch hatten wir noch ganz viele kleine. Aber ja gut, bis gleich.